Einen wunderschönen. Willkommen zu Mafia 3. Wir machen weiter Hauptstory. Warum auch nicht? Und zwar geht es jetzt zur Southern Union, wo wir den nächsten Teil freischalten werden und einen Teilboss eliminieren oder wieder retten, je nachdem. Obwohl, wir haben viele gerettet, ne? Also wir haben ja den, wie hieß er? Den Italiener, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Enzo haben wir gerettet, genau. Und jetzt haben wir hier den Mexikaner gerettet. Ich bin gespannt, was wir jetzt noch tun werden. Also haben wir ja noch ein bisschen Herz. Da drüben ist die Polizei. Und hier? Warum werde ich hier abgesetzt? Ach komm. So, wir könnten auch bald wieder Updates und Upgrades holen. Weil wir haben eigentlich doch einigermaßen Kohle. Und Jackie Grimaldi. Ich glaube, Sie suchen mich. Ja, ich glaube auch. Schönes Kleid. Also Rock ist ja kein Kleid. Obwohl, der geht fast bis unter die Brust, ja. Jackie? Ein gemeinsamer Freund schickt mich. Ich dachte mir schon, dass Johnny den Freund erfunden hat. Aber die Geheimnistuerei ist ein bisschen viel. Sie kennen Donovan. Kann man so sagen. Ich bin Sonderermittlerin für Finanzen. Das Finanzamt untersucht Olivia Marcano? Für Steuerhinterziehung ist sie zu schlau. Ich ermittle gegen einen Mann, der für sie arbeitet. Chester Moreau. Aha. Meinen Hinweisen zufolge finanziert er die Southern Union. Dachte mir schon, dass die Rassistenschweine da mit drin hängen. Ich suche einen Remy Duvar. Er ist da der Boss oder sowas. Was auch immer die Verbindung ist. Sie geht tief, ist geheim und bringt eine Menge Geld. Sehr viel mehr, als man von einem Gebiet wie Frisco Fields erwarten würde. Mhm. Das FBI hat es eine Weile untersucht, aber keiner redet. Glaub mir, wenn ich einen von den Wichsern erwische, dann redet er. Denke ich auch. Mein einziger anderer Hinweis ist, dass die Southern Union im ganzen Viertel Propagandaverstecke hat. Ist nicht viel, aber wenn du dir die vornimmst, werden die richtigen Leute auf dich aufmerksam. Ja, wenn Moreau beginnt, Geld zu verlieren, will er wissen, warum. Ich komme wieder, wenn ich was Handfestes habe. Hier redet niemand. Ich denke, sie müssen direkt an Chesters Leute herankommen. Okay. Da. Rassistische Propaganda, okay. Die müssen wir jetzt eliminieren, oder was? Verhökert rassistische Pamphlete und Utensilien, um schnell zu Geld zu kommen. Okay, Ziele. Fangen wir an. Befrage die Brüder des Southern Union. Warum auch nicht? Wir sind auch nicht ganz in der richtigen Richtung, aber egal. Kriegen wir hin. So. Los geht's. Naja, ist ja fast alles in der Nähe. Und gleich sind wir schon wieder auf Maximalgeschwindigkeit, aber wir müssen da unten abbiegen, sehe ich gerade. Hier. Aber hier ist echt alles dabei. Palmen, normaler Mischwald, ja. Sehe ich hier gerade. Oh. Wo sind wir denn hier? Tut mir leid, dass ich so aus der Haut gefahren bin. Aber es nervt, mit diesen Wichsern zu tun zu haben. Die tun so, als ob ihre Scheiße nach Veilchen duftet, bloß weil sie ein paar Kröten haben. Elende Motherfucker. Ich habe selbst Geld, aber ich muss deswegen nicht rumlaufen und überall meinen verdammten Namen draufschreiben. Wir haben einen Gast. Okay. Haut der ab. Du hast mir dieses Arsch angelegt. Na, bin hier von der anderen Seite. Ja. Sämtliche Knöpfe. Aua. Mann! Jetzt macht die hier auch noch eine Autoverfolgungsjagd. Ah, das war doch gar nicht geplant. Das war gar nicht geplant. Wo fährt der denn lang? Hä? Hahaha.
können nicht die andere Waffe... Ah, verdammt. Okay. Oh. Wer schießt hier? Ach Mist. Ah, wir werden auch noch... Ah. Stell weg. Ah. Das sollte doch viel einfacher gehen. So, dann haben wir ihn gleich wieder. Boah. Jetzt aber. Ich komm. Ist nicht dein Glückstag, du Wichser. Was soll denn das? Wie verdient Chester Moreau sein Geld? Okay. Wir müssen schnell abholen. Mit der... Oh, mit der Karre hier. Schnell raus. Komm, schnell. Oh. Er ist voll blank. Halt den Wagen an. Halt an. Maul auf, heute noch. Oh. Der ist gekracht, du Vollidiot. Klappe zu. Klappe zu. Gib aber schon mal. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Oh. Scheiße. Warum sind da welche? Oh. Willst du es? Dann nimm es verflucht nochmal. Und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Deine Zusage beenden. Okay. Oh, 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 oh. Ab euch. Wie verdient Chester sein Geld? Mr. Moreau lässt einige unserer Jungs der Southern Union einen Job erledigen. Dickes Ding, geheim. Okay, ich werb dich ab. Brauche ich dich noch. Lauf nicht zu weit weg. Genau, und in die Fresse. Bumm. Okay, ihr seid meine Leute. Gut zu wissen. Neues Auto, bitte. Ich bin in Point Verdun. Brauche einen neuen Wagen. In einem Moment zu sehr zugedröhnt. Ruf mich später an. Vielleicht geht dann was. Was? Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Jetzt aber nochmal, komm. Jetzt. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Genau. Komm, rein da, rein da. Vier Räder und ein Motor. Alles, was du brauchst. Ich weiß das zu schätzen. So, fahren wir ihm noch über die Haxen. Ah. Ui. Los geht's. Am anderen Ende der Stadt wieder. Hatte ich schon irgendwas von Schnellreisen gesagt? Dass das ein tolles Feature wäre? Aber nein. Damit man auch wirklich alles von dieser Stadt sieht, soll man ja auch alle Strecken fahren, ne? Warum fahre ich denn eigentlich? Warum fahre ich nicht zu dem hier? Onkel James, ein Ex-Pauker. Warum muss ich so weit... Nee, Quatsch, stehen da. Warum muss ich so weit lang fahren, wenn ich hier Onkel Bartholomew hier vorne erwische? So. Na denn, Onkel Bartholomew. Irgendwo ist hier ein Eingang. Wahrscheinlich hinten rum. Ja, ja. Einmal komplett rum. Und abducken. Da steht einer. Hey, Mann.
Warum haben die einen Säcke auf dem Kopf? Damit man wahrscheinlich die Blutlachen nicht so sofort sieht, ne? Hey, Mann. Wartet mal. Granate, zieh den Arsch ab! Okay. Das war einfach. Oh, bitte. Jetzt mal ganz im Ernst, es war doch jetzt wirklich zu einfach, oder? Ein Mini-Ziel erledigt. Was haben wir hier noch? Wir haben hier eins. Ach so, wir müssen natürlich auch immer mehr Scharen hier produzieren, wie es aussieht. Jawoll. Also mit der Karre macht Spaß. Die scheine ich auch einigermaßen im Griff zu haben. Sprach er. Und schredderte vorhin ein anderes Auto. Okay, aber die sind ja auch unberechenbar, wie die hier fahren, ja. Also, guck mal, das geht hier echt butterweich. Okay, das war so nicht geplant. Na? Okay. Oh, wir sind schon wieder durch. Da ist der Pisser. Scheiße, das tut weh. Okay. Komm raus. Bitte schick mich gerne mal rein. Oh. Oh. Wir haben einen bewaffneten männlichen Schwarzen in Frisco Field. Alle Einheiten zugreifen. Shit, 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 shit. Jetzt müssen wir aber. Aber wir machen Folgendes. Düt. Ich muss die Streife in Frisco Fields loswerden. So. So, ich hoffe, ich komme hier weg. Befrage die Brüder, also jetzt haben wir die... Vorsicht, Vorsicht. Manchmal gehen einem hier die PS durch, ja? Hier ist hauptweise Polizei gerade. So. Wir müssen noch ein bisschen Schaden produzieren. Wir sind noch lange nicht fertig. Ah, fahren weiter. Ach, da waren Steine im Weg. Entschuldigung. Da legen die einem einfach Steine im Weg. Ich erzähl keinen Scheiß. Zwei Lastwagen von der Geld in Plastik eingewickelt. Was glaubst du, wo das herkommt? Das willst du gar nicht wissen. Wollen wir mal gucken? Die sind echt krank. Tschüss. Granate! Hilfe! Okay, der hat die Granate geworfen. Ja, mach mal, komm. So, der war in Deckung. Jo. Was soll ich sagen? Hier läuft irgendwo ein Rasenmäher. Was? Informant entkommt? Nein, der entkommt nicht. So, da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Wie verdient Chester Moreau sein Geld? Der Bel Air Supermarkt. Da geht nach Feierabend etwas vor. Was okay. Was es ist, Mr. Moreau versucht es geheim zu halten. Okay. Ach komm, komm mit. Danken kannst du mir später. Matsch. So, sind wir schon durch? Alles klar? Aha. Wir sind schon... Hä? Wir sind schon durch, ja? Wir können jetzt schon...
Wo sind wir jetzt da gerade? Da. Na komm, machen wir das hier noch. Gut, hier ist ein Eismann irgendwo. So, dann nehmen wir mal die Karre. So. Aua. So, damit wir ein bisschen Spaß haben auf der Gegenfahrbahn. So, okay. Haben wir ein bisschen weggeputzt. Hier waren wir da auch schon mal. Ja, komm. Wir haben noch ein paar Handgranaten. Guck mal. Ui! Granate! Renn! Okay, suchen wir woanders weiter. Ich mag das Spiel. Ach mein Gott, was ist das hier? Ach so, das ist der Gefallen für... Ach, wisst ihr was? Haben wir noch ein paar Minuten? Ich guck gerade auf die... Aua, ich guck gerade auf die Uhr. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Wir schauen mal, was hier mit der Pokerrunde ist. Na? So viel Blut. Die Waffe ist cool. Ja? Nicht mal ansatzweise. Wir haben noch einen Toten. Na? Ich mach ihn alle. Nein, bitte zu mir. Ich bin geboren. Oh. Bereit, ihn zu erledigen. Wow, wow, wow. Ach so? Wo bist du denn eigentlich? Ja, du versteckst dich ja auch. Was zur Hölle soll das werden? Keine Ahnung. So. Ich mach's gut. So. Ah, get lucky. So, dann haben wir wenigstens noch die Gefallen für Vito hiermit erledigt. Ach, Mensch. Wir sind so ein lebensgewürzter Mensch, so hilfsbereit. Ja. Was machen wir in der nächsten Folge? Also eigentlich können wir jetzt zurückfahren. Die sind jetzt nicht mehr haupt zu erledigen, die Sachen. Und wir können jetzt dann in der nächsten Folge hier mit Jackie Grimaldi sprechen. Und das werden wir auch tun. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ich hole schon mal ein Auto. Und zwar euer Firefox. Ciao. Ich bin dabei, Junge. Ich lasse ihn schon mal warm laufen.